Die Schnelltests, die sind wieder en vogue. In Wien sind die Termine ausgebucht bis zum 25. Dezember. Ich melde mich hier von der Messe Wien und 19.000 Schnelltests können täglich abgenommen werden. Wir sehen, es ist sehr, sehr viel los hier an diesem Tag. Insgesamt 83.000 Anmeldungen hat es gegeben und das bedeutet, dass man sich nur mit einer Anmeldung hier wirklich auch vor den Weihnachtsfeiertagen noch testen lassen kann. Es machen sehr viele Menschen hiervon Gebrauch. Es gibt hier auch mehrere Lanes, 14 an der Zahl. Jetzt sind es sogar 16. Es sind zwei zusätzliche dazugekommen. Für alle, die zu Fuß unterwegs sind und für die Autofahrer gibt es weiterhin 4 Lanes, also 4 Fahrbahnen, um sich testen zu lassen. Aber nicht nur hier im Austria Center kann man sich testen lassen, sondern auch bei der Teststraße vor dem Wiener Ernst-Happel-Stadion und alle, die keinen Termin mehr bekommen haben vor dem Heiligen Abend, die müssen sich, wenn sie sich testen lassen wollen, auf eigene Kosten testen lassen. Man sieht, es sind auch sehr viele freiwillige Helfer dabei, die das alles ausgezeichnet machen. Da noch einmal ein Blick auf die Teststraße. Wie gesagt, in wenigen Minuten hat man dann sein hoffentlich positives, in diesem Fall negatives Ergebnis. Und mit diesen Aussichten vom ausgebuchten Austria Center wieder zurück ins Studio.